أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim Ra. Das sind die Verse des Buches. Und was von deinem Herrn herabgesandt wurde, ist die Wahrheit. Jedoch die meisten Menschen glauben nicht. Allah ist es, der die Himmel, die ihr sehen könnt, ohne Stützpfeiler emporgehoben hat. Dann herrschte er über sein Reich. Und er machte die Sonne und den Mond dienstbar. Jedes Gestirn läuft seine Bahn in einer vorgezeichneten Frist. Er bestimmt alle Dinge. Er macht die Zeichen deutlich, auf dass ihr an die Begegnung mit eurem Herrn fest glauben mögt. Und er ist es, der die Erde ausdehnte und feststehende Berge und Flüsse in ihr gründete. Und er erschuf auf ihr Früchte aller Art, ein paar von jeder Art. Er lässt die Nacht den Tag bedecken. Wahrlich, hierin liegen Zeichen für ein nachdenkliches Volk. Und auf der Erde liegen dicht beieinander Landstriche und Gärten von Weinstöcken, Kornfeldern und Dattelpalmen, die auf Doppel- und auf Einzelstämmen aus einer Wurzel wachsen. Sie wurden mit demselben Wasser getränkt, dennoch lassen wir die einen von ihnen die anderen an Frucht übertreffen. Hierin liegen wahrlich Zeichen für ein verständiges Volk. Wenn du dich wunderst, so ist ihre Rede wunderlich. Wie? Wenn wir zu Staub geworden sind, dann sollen wir in einer Neuschöpfung sein? Diese sind es, die ihrem Herrn den Glauben versagen, und diese sind es, die Fesseln um ihren Hals haben werden. Und sie werden die Bewohner des Feuers sein, darin werden sie auf ewig bleiben. Sie werden dich eher die Strafe als die Wohltat beschleunigen heißen, obwohl vor ihnen beispielgebende Bestrafungen erfolgt sind. Wahrlich, dein Herr ist immer bereit, den Menschen zu vergeben, trotz ihrer Missetaten, und siehe, dein Herr ist streng im Strafen. Und diejenigen, die nicht glauben, sagen: Warum wurde kein Zeichen von seinem Herrn zu ihm herabgesandt? Du bist nur ein Warner, und für jedes Volk wird ein Führer eingesetzt. Allah weiß, was jedes weibliche Wesen trägt und wann der Mutterschoß abnimmt und wann er zunimmt. Und bei ihm geschehen alle Dinge nach Maß. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große, der Hocherhabene. Diejenigen, die unter euch das Wort verbergen und die es offen aussprechen, sind vor ihm gleich, so wie die, die sich in der Nacht verbergen und die am Tage offen hervortreten. Er, der Gesandte, hat Beschützer vor und hinter sich. Sie behüten ihn auf Allahs Geheiß. Gewiss, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie, die Leute, nicht selbst das ändern, was in ihren Herzen ist. Und wenn Allah einem Volk etwas Übles zufügen will, so gibt es dagegen keine Abwehr, und sie haben keinen Helfer außer ihm. Er ist es, der euch den Blitz in Furcht und Hoffnung sehen lässt. Und er lässt die schweren Wolken aufsteigen. Und der Donnerlob preist seine Herrlichkeit. Und genauso lobpreisen ihn die Engel in Ehrfurcht.
Und er sendet die Blitzschläge und trifft damit, wen er will. Doch streiten sie über Allah, während er streng in der Vergeltung ist. Ihm gebührt der aufrichtige Anruf, und jene, die sie statt ihm anrufen, kommen ihnen mit nichts entgegen. Sie sind wie jener, der seine beiden Hände nach Wasser ausstreckt, damit er seinen Mund erreiche, und ihn doch nicht erreicht. Und das Bitten der Ungläubigen ist völlig verfehlt. Wer immer in den Himmeln und auf der Erde ist, wirft sich vor Allah in Anbetung nieder, willig oder widerwillig, und ebenso tun dies ihre Schatten am Morgen und am Abend. Sprich, wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Sprich, Allah. Sprich, habt ihr euch Helfer außer ihm genommen, die sich selbst weder nützen noch schaden können? Sprich, können der Blinde und der Sehende gleich sein? Oder kann die Finsternis dem Licht gleich sein? Oder stellen sie Allah Teilhaber zur Seite, die eine Schöpfung wie die seine erschaffen haben, so dass beide Schöpfungen ihnen gleichartig erscheinen? Sprich, Allah ist der Schöpfer aller Dinge, und er ist der Einzige, der Allmächtige. Er sendet Wasser vom Himmel herab, so dass die Täler nach ihrem Maß durchströmt werden, und die Flut trägt Schaum auf der Oberfläche. Und ein ähnlicher Schaum ist in dem, was sie im Feuer aus Verlangen nach Schmuck und Gerät erhitzen. So verdeutlicht Allah Wahrheit und Falschheit. Der Schaum aber, der vergeht wie die Blasen. Das aber, was den Menschen nützt, bleibt auf der Erde zurück. Und so prägt Allah die Gleichnisse. Für diejenigen, die auf ihren Herrn hören, ist das Gute vorgesehen. Diejenigen aber, die nicht auf ihn hören, hätten sie auch alles, was auf Erden ist, und noch einmal so viel dazu, würden sich gerne damit loskaufen. Diese sind es, die eine schlimme Abrechnung haben werden, und ihre Herberge ist Jahannam, welch ein elender Ruheplatz. Ist denn der, der weiß, dass das die Wahrheit ist, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt wurde, einem Blinden gleich? Nur diejenigen, die Verstand haben, lassen sich mahnen. Es sind jene, die ihr Versprechen Allah gegenüber einhalten und den Bund mit ihm nicht brechen. Und es sind jene, welche verbinden, was Allah zu verbinden geboten hat, und die ihren Herrn fürchten und sich auf einen schlechten Ausgang der Abrechnung gefasst machen. Und es sind jene, die im Verlangen nach dem Wohlgefallen ihres Herrn geduldig bleiben und das Gebet verrichten und von dem, was wir ihnen gegeben haben, geheim und offen spenden und das Böse durch das Gute abwehren. Diese sind es, denen der Lohn der Wohnstatt zuteil wird. Die Gärten von Eden, dort werden sie eingehen, und die von ihren Eltern und ihren Frauen und ihren Nachkommen, die rechtschaffen sind. Und die Engel werden zu ihnen durch jegliches Tor treten. Friede sei auf euch, da ihr geduldig wart. Seht, wie herrlich der Lohn der Wohnstatt ist. Diejenigen aber, die den Bund Allahs brechen, nachdem sie ihn geschlossen haben, und zerreißen, was Allah zu verbinden geboten hat, und Unheil auf Erden stiften, auf ihnen lastet der Fluch, und sie haben eine schlimme Wohnstatt.
Allah erweitert und beschränkt die Mittel zum Unterhalt, wem er will. Sie freuen sich des irdischen Lebens, doch das diesseitige Leben ist im Vergleich mit dem jenseitigen nur ein Nießbrauch. Und jene, die ungläubig sind, sagen: Warum ist ihm von seinem Herrn kein Zeichen herabgesandt worden? Sprich: Allah lässt zugrunde gehen, wen er will, und leitet die zu sich, welche sich bekehren. Es sind jene, die glauben und deren Herzen Trost finden im Gedenken an Allah. Wahrlich, im Gedenken Allahs werden die Herzen ruhig. Denen, die da glauben und gute Werke tun, wird Glück und eine treffliche Heimstatt zuteil sein. Und so haben wir dich zu einem Volk gesandt, vor dem bereits andere Völker dahingegangen sind, auf dass du ihnen verkünden mögest, was wir dir offenbarten. Und doch glauben sie nicht an den Allerbarmer. Sprich: Er ist mein Herr, kein Gott ist da außer ihm. Auf ihn vertraue ich und zu ihm werde ich heimkehren. Und gäbe es auch einen Koran durch den Berge versetzt oder die Erde gespalten oder durch den zu den Toten gesprochen werden könnte, würden sie doch nicht an ihn glauben. Nein, die Sache ruht völlig bei Allah. Haben denn die Gläubigen nicht den Versuch daran zu zweifeln aufgegeben, dass, wenn Allah gewollt hätte, er sicher der ganzen Menschheit hätte den Weg weisen können? Und die Heimsuchung wird nicht aufhören, die Ungläubigen um dessen Willen zu treffen, was sie gewirkt haben, oder sich nahe bei ihren Wohnstätten niederzulassen, bis Allahs Verheißung sich erfüllt. Wahrlich, Allah verfehlt den Termin nicht. Und gewiss sind schon vor dir Gesandte verspottet worden, doch ich gewährte denen eine Frist, die ungläubig waren. Dann erfasste ich sie, und wie war meine Strafe? Ist denn der, der über alles, was sie begehen, wacht, den angeblichen Göttern gleich? Dennoch stellen sie Allah Götter zur Seite. Sprich, nennt sie, wollt ihr ihm etwas verkünden, was er auf Erden nicht kennt? Oder ist es nur leere Rede? Aber nein, denen, die ungläubig sind, zeigen sich ihre Ränke im schönsten Licht, und sie sind dadurch vom rechten Weg abgehalten worden. Und derjenige, den Allah zum Irrenden erklärt, soll keinen finden, der ihn recht leitet. Für sie ist eine Strafe im Diesseits bestimmt, und die Strafe des Jenseits ist gewiss noch härter, und sie werden keinen Beschützer vor Allah haben. Dies ist die Beschreibung des Paradieses, das den Gottesfürchtigen versprochen ist. Bäche durchfließen es, seine Früchte wie sein Schatten sind immerwährend. Das ist der Lohn derer, die gottesfürchtig sind, und der Lohn der Ungläubigen ist das Feuer. Und die, denen wir die Schrift gegeben haben, freuen sich über das, was zu dir herabgesandt wurde. Und unter den Gruppen sind einige, die einen Teil davon leugnen. Sprich: Mir wurde befohlen, Allah zu dienen und nicht ihm Götter zur Seite zu stellen. Zu ihm rufe ich und zu ihm werde ich heimkehren.
Und so haben wir ihn, also den Koran, herabgesandt als eine Entscheidung in arabischer Sprache. Und wenn du ihren persönlichen Neigungen folgst, obwohl zu dir das Wissen gekommen ist, so sollst du keinen Beschützer oder Retter vor Allah haben. Wahrlich, schon vor dir entsandten wir Gesandte und gaben ihnen Frauen und Kinder. Und es ist für einen Gesandten nicht möglich, ein Zeichen zu bringen, es sei denn auf Allahs Geheiß. Alles geschieht zu einem vorbestimmten Termin. Allah löscht aus und lässt bestehen, was er will, und bei ihm ist die Urschrift des Buches. Und ob wir dich einen Teil von dem sehen lassen, was wir ihnen androhen, oder ob wir dich sterben lassen, dir obliegt nur die Verkündigung und uns die Abrechnung. Sehen Sie denn nicht, dass wir vom Land Besitz ergreifen und es von allen Seiten in seiner Größe schmälern? Und Allah richtet, da ist keiner, der seine Entscheidung widerrufen kann. Und er ist schnell im Abrechnen. Diejenigen, die vor ihnen waren, haben auch Pläne geschmiedet. Doch alles Planen ist Allahs Sache. Er weiß, was ein jeder begeht, und die Ungläubigen werden erfahren, wem die endgültige Wohnstatt zuteil wird. Und die Ungläubigen sagen: Du bist nicht entsandt worden. Sprich: Allah genügt als Zeuge gegen mich und euch und auch gegen diejenigen, die die Kenntnis der Schrift haben.